Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Draw My Thing. Yo, also. So, ich stelle gerade meinen Stuhl ein. Oh, wir sind hier schon im Spiel. Es könnte sein, dass ich jetzt anfangen muss. So, jetzt bin ich fertig, hoffe ich mal. Ja. Es sind ja so Armlehnen an meinem Stuhl, aber das interessiert euch hier nicht. Kann man halt so umstellen, ne? So, was haben wir da? Line. Also ich muss wieder auf Englisch. Ich bin schon wieder auf dem Englischen. Mensch, ich muss mal hier deutsches Draw My Thing suchen. Boat. Crocodile. Ich denke mal Schildkröte. Ich habe jetzt gerade Schildkröte im Kopf. Könnte das sein? Aber was heißt Schildkröte? Ist es echt Schildkröte? Weil ich weiß, es ist das englische Wort für Schildkröte nicht. Dog. Cat. Truck. Truck? Ist Truck Schildkröte? Nicht wirklich, oder? Wenn das jetzt echt eine Schildkröte war, dann raste ich hier aus. Oh ja, genau, da oben sieht man ja das Wort, ne? Also Guess und dann H. Das ist wie Ding. Strichmännchen. Gallenmännchen, genau. Ich muss mich gerade da oben so konzentrieren. Was könnte das sein? Charmon. Cart. Cartinamus. Charman. Ach so, das Pokémon. Hetze. Ja. Gut, 6 Buchstaben, meine Freunde. Roofer. Ja, wie könnte, was könnte mit... Was echt Rabbit? Ach, shit. Sunglasses, okay. Das werden sie gleich herausfinden. So, denke ich mal. Ja. Ist eigentlich auch sehr easy. Harry Potter. Ja. Also schwer ist es nicht gewesen. Sunglasses. Ich glaube, ich hätte es vielleicht auch erraten. Gut. 2 Wörter haben wir jetzt. Okay. Okay. Cloud. Plane. Was könnte... Es ist doch irgendwie aus Lego. Enger. Was könnte das sein? Das sieht aus irgendwie wie so aus Fliegendes. Ändert. Nein, oder? Wie soll man das auch sonst zeichnen? Ender Dragon, wie riecht das denn gezeichnet? Wow. Ich hätte wahrscheinlich erstmal lilane Farbe genommen. Was ein bisschen offensichtlich ist. Der hat ja nur so lilane Punkte genommen. Egal, also. Was könnte das denn sein? Chair. Animal. Ah, nee, Giraffe. Echt jetzt. Ich bin da so ein Noob in diesem Spiel.
spielst trotzdem. Naja. Ja, Grass, probieren wir es mal hier, ne? Vielleicht kriegen wir einen Tipp. Green. Emerald. Smaragd. Emeraldo. Emeraldo. Hey, ich bin nicht auf K. Damn. Ah, nein. Verdammt. Wieso Emeralds? Mann. Hey, es ist aber auch schwer, das Zeug zu erraten. Das müsste man selber probieren. Oder ihr ratet einfach mit in den Kommentaren. Plant. Yes! Bam! Erstes Wort gelöst. So, fünf Buchstaben wieder. Plants. Grass. Party. Ich kann einfach nicht. Ich kann es nicht identifizieren, was es darstellen soll. Was soll das sein? Sind es da zwei Füße oder. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Scheiß, was man nicht zeichnen kann. Ach, das war ein Mensch. Oh, verdammte Kacke. Haha, shit. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Okay, wie soll ich das jetzt zeichnen? Ja, also ich hätte es auf jeden Fall auch nicht erraten. Aber manche Wörter sind dabei, die kann man einfach nicht zeichnen, ne? Naja. Okay. Dino. Oh, ist ja viel zu kurz. Plant. Hands. Nein, das kann doch nicht sein. Was schreibe ich für eine Scheiße? Birds. Ach, keine Ahnung. Beans. Ach, komm. Er hat halt grün genommen. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. So. Jetzt kommt's. Wie raten die das immer? Head. Oh nein! So knapp! So knapp! Poppy habe ich geschrieben, ne? Und Papi was. Ich war fast dran. Ich wollte es fast schreiben. Car. Quant. Quartz. Quartz. Was könnte das sein? Ein lachendes Gesicht? Ein Mensch, ein Quark. Was ein Mensch.
Run! Ah Mann, ich bin nicht auf K, verdammt Kacke. Quick! Ah Mann! Boah, ey. Das waren Sachen, Leute. Das waren Sachen, ne? Na gut. Also, ich habe jetzt gerade übrigens den Screenshot für das Thumbnail gemacht. Und da war jetzt ein random Spieler drauf, aber egal. Ja, also das war's mit dieser Runde, mit der zweiten Runde. Draw My Thing. Wenn ihr mehr solche Runden haben wollt oder wenn es euch gefallen hat, dann ja, hinterlasst einfach mal ein mag ich und ich gucke mir das dann genau an. Und dann, ja, können wir auch gerne ein bisschen diskutieren in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas habt zum Diskutieren. Ich werde jetzt, glaube ich, gleich noch Oasis Wild aufnehmen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und macht's gut. Ciao.